Guten Morgen! Heute möchte ich euch einen Leitfaden geben, wie ihr mit saisonaler Rohkost aus eurer Region durch das ganze Jahr kommt. Denn uns allen ist bewusst, die Banane und die Kokosnuss, die wachsen nicht in Deutschland und das Verschiffen, das belastet die Umwelt. Und so macht es durchaus mal Sinn zu überlegen, wie man mit regionalem Lebensmittel durch das Jahr kommt. Auch wenn ich selber definitiv nicht auf Bananen und Orangen in der Winterzeit verzichten würde, versuche ich euch hier einmal einen Ansatz zu geben, wie man mit regionalem und saisonalem Obst und Gemüse durch das Jahr kommt. Beachten muss man dabei natürlich auch, dass man ja die grundlegenden Nährstoffe zu sich nimmt. Meine Meinung ausgehend von der Recherche zu den Mindestnährstoffempfehlungen der WHO und der DGE, die kennt ihr ja. Es ist komplett für einen sich gesund ernährenden Menschen, das heißt pflanzliche Ernährung mit einem hohen Rohkostanteil und Vermeidung verarbeiteter Produkte, ausreichend 50-60% der Empfehlungen der DGE zu nehmen. Da erstens die Berechnung der Empfehlung, siehe auch dazu mein Video in den Infokarten, ausgehend von der Mitte der Gesellschaft gemacht wurde. Das inkludiert eine Ernährung, wo der Körper viel mehr Nährstoffe braucht, da er viel mehr entgiften muss. Zweitens die Empfehlung, ja, der Wert ist, wo keinerlei Mangelerscheinungen mehr auftreten. Aber aufgrund der Individualität kann es bereits bei einem Menschen der untersuchten Zielgruppe eine Überzufuhr von Nährstoffen geben, die den Organismus belasten, während der andere aufgrund seiner schlechten Ernährung und persönlichen Konstitution viel mehr Nährstoffe braucht und es in diesem Zusammenhang eben ja keinen Sinn macht für einen individuell auf diesen Mittelwert zu schauen. Und drittens, auf den schon eben durch die ersten beiden Punkte großzügig berechneten Wert schlägt man zur Sicherheit nochmal zwei Standardabweichungen drauf. Also die Philosophie ist eindeutig, ja keinen Mangel, ne? Aber euer individuelles Optimum ist mit Sicherheit bei einer gesunden Lebensweise weit unter den Empfehlungen der DGE und auch der WHO. Aber um sicher zu sein, lasst eure Blutwerte einmal jährlich checken und vermeidet damit unnötige Risiken, die ihr durch eine falsche Einschätzung eurerseits durchaus entstehen könnten. Wir fangen an. Grundsätzlich müssen wir uns um folgende Dinge Gedanken machen. Ausreichende Proteinzufuhr, das bedeutet mindestens 40 Gramm bei einem 80 Kilogramm Menschen oder anders ausgedrückt 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Dieser Wert wird sowohl von Dr. Leitzmann und auch von Dr. Jacobs getragen. Die entsprechenden Bücher verlinke ich euch unten in der Infobox. Beide Bücher sind sehr zu empfehlen und aktuelle wissenschaftliche Fachliteratur und kein irgendwie Ernährungs-E-Book von irgendeinem Ernährungsberater, ne? Also das ist wirklich wissenschaftliche Fachliteratur. Weiterhin müssen wir schauen, dass es keine konstante Mangelversorgung mit irgendeinem ja, Nährstoff gibt und dass wir auch ausreichend Energie zu uns nehmen können. Auch das, die Energiezufuhr ist individuell und auch da sind die Kalorienangaben, die man so generell hört, viel zu sehr ja, so konzipiert wurden, damit man auf der sicheren Seite ist. Ich habe in meinem Experiment, siehe auch das Video oben in den Infokarten, herausgefunden, dass ich bei 1,96 und 100 Kilogramm ca. 1800 Kalorien täglich brauche, um mein Gewicht zu halten. Starten wir mit dem ersten Quartal des Jahres. Also kommen wir jetzt zur Praxis. Also das ist Januar, Februar und März. Was zeitgleich auch für die Rohkost der anspruchsvollste Teil des Jahres ist. Und dann noch mit regionaler Rohkost sich ausreichend zu ernähren, das ist schon ein ordentliches Fund. Als Obst steht euch auch nur der Apfel zur Verfügung, der ja idealerweise auch eine späte Sorte, deren Ernte nicht so lange zurückliegt. Wobei Äpfel halten sich bei entsprechender Lagerung auch wirklich sehr, sehr gut auch über den März hinaus und können demnach eigentlich schon auch als saisonales Obst von Januar bis März bezeichnet werden. Der Apfel hat sowohl alle Vitamine als auch alle Mineralstoffe, da selbst Spuren von Selen in den Apfelkernen zu finden sind. Das findet ihr nicht bei Chronometer, das findet ihr nur, wenn ihr sozusagen im Internet recherchiert. Aber vor allem sind die Apfelkerne auch einer der besten B18-Lieferanten, die nachweislich vor Darmkrebs schützen. Also die Äpfel immer komplett verzehren, inklusive Gehäuse. Der Apfel ist also das Multitalent für den Winter und eure einzige Option für saisonales und regionales Obst. Besonders ausgeprägt sind natürlich die Gehalte an Vitamin C und Vitamin K, Kupfer und Kalium beim Apfel. Als zweites sollte Postelein oder Portulac auch nicht fehlen im ersten Quartal des Jahres.
Da wächst wohl wild, aber da kann auch im Garten problemlos kultiviert werden und hat im Winter bis in das Frühjahr hinein Saison. Mittlerweile kann er auch gekauft werden, aber wie gesagt, das ist ein ganz normales Wildkraut, was ihr draußen zu Genüge findet, insbesondere Portulak, aber auch Postelein, wenn ihr das irgendwo mal ausgeschmissen habt oder irgendwo sich das mal angesiedelt hat. Und die Preise dafür sind extrem, ne? Also 100 Gramm für 3 Euro und das wächst halt wirklich total viel. Also von daher, ja, aber ihr könnt es natürlich auch kaufen. Ne? Hier geht es ja nicht um preiswert oder billig, hier geht es einfach nur um saisonale und regionale Rohkost. Also Postelein und Portulak sollte auf, oder eins von beiden sollte auf dem Speiseplan stehen. Denn selbst wenn alles schneebedeckt ist, lockt dieses saftige Grün des Postelein wirklich zum Reinbeißen rein. Und wer meine Gartenvideos gesehen hat, sieht auch mein Gartentagebuch, was ihr oben findet, die Playlist, da weiß, wovon ich rede. Also dieses saftige Grün mitten im Winter, das ja, ist einfach gigantisch. Denn auch wo der Apfel etwas schwächelt und deswegen auch der Postelein der Portulak, kann eben Postelein und Portulak richtig punkten. Eisen, Magnesium, Mangan und auch Vitamin A. Aber auch Selen und B12 finden sich ja auf diesen Wildkräutern. Sie können natürlich absolut und sollten auch einfach nur roh verzehrt werden. Aber auch also so direkt nach dem Pflücken. Denn umso länger das Pflücken her ist, umso mehr Vitamine verlieren sie auch. Aber auch gemixt im Smoothie oder man kann sich, wie ich das auch mache, das Grün entsaften und kleine Shots machen, die man einfriert, alles das ist valide. Dazu hat neben dem Portulak und Postelein auch noch der Feldsalatsaison, der einen recht hohen Anteil an Zink und Vitamin B6 hat. Der absolute Renner im ersten Quartal ist aber, das wisst ihr, die mich schauen, jedoch der Grünkohl, der mein absoluter Hauptbestandteil im Smoothie ist, aber natürlich auch ja, im Salat verzehrt werden kann. Aber in einem Smoothie kann man eben auch ohne Probleme 500 Gramm Grünkohl reinpacken und hat damit eigentlich schon ja, einen sehr, sehr guten Grundstock, vor allem insbesondere ja, von den Proteinen, ne, die man ja bei der Rohkost durchaus bei der gesunden Rohkost, ne, wenn man mal diese ganzen Nüsse außen vor lässt, ja, die durchaus anspruchsvoll sein können. Ich würde im ersten Quartal ja auch durchaus ein paar rohe Pilze in die Ernährung mit aufnehmen. Nicht viel, aber so 50, ja, 50 Gramm pro Tag. Wichtig dabei ist es, dass es keine Wildpilze sind, sondern kultivierte Champignons. Die bringen gerade bei den B-Vitaminen nochmal einen kleinen, aber auch benötigten Schub. Für das Vitamin B5 ist auch die Pastinake, eine sehr alte Gemüsesorte, die sich wunderbar im Salat macht, absolut zu empfehlen und gibt auch so eine gewisse Süße mit rein. Bei den bisher genannten, außer jetzt dem Apfel, sondern Wildkraut, doch relativ ja, grün schmeckenden Sachen ist die Pastinake so eine wirkliche Süße, die da nochmal reinkommt. Und sie hat natürlich auch Saison. Wenn man die Gemüsesorten roh in einer Art Salat zubereitet, da würde ich dann ja, auch Leinsamenöl und Balsamico empfehlen. Ich bin ein Verfechter der Sachen, dass man wirklich alles möglichst roh essen sollte und möchte Euch das auch empfehlen, aber man muss natürlich auch sehen, ja, dass die Omega-3 Fettsäuren durchaus ihre Berechtigung haben und da hilft das Leinsamenöl sehr gut. Balsamico ist einfach nur für den Geschmack, die Säure so ein bisschen reinzubringen, ja, und wenn ihr da noch ein paar Hanfsamen mit in den Salat reinmacht, habt ihr noch so einen Crunchy Effekt von diesen Hanfsamen und nochmal Omega-3 Fettsäuren und dann ist gut. Ne? Und ja, das würde ich euch auch wirklich empfehlen, dass ihr, wenn ihr wirklich die Rohkost wählt, dass ihr eben ja, insbesondere eben das Leinsamenöl ja, als erste Alternative nehmt und auch hin und wieder mal ein paar Hanfsamen mit reinmacht. Ja, und da nur ein Gemüse, was ich fast vergessen hätte, das wäre Topinambur. Ne? Eine Knolle, die im Garten oder auch wild wachsend null Arbeit macht und wunderbare Erträge liefert. Und entsprechend logischerweise auch roh verzehrt werden kann, sonst wäre sie ja gar nicht hier dabei. Und ja, ich habe das alles mal bei Chronometer eingegeben, also diese Lebensmittel, die ich euch jetzt aufgezeigt habe, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Es gibt natürlich viel mehr, die im Winter jetzt auch Saison haben und regional sind, wie zum Beispiel Chicorée, Rosenkohl oder Wirsing und auch das ganze Wildgrün draußen. Das offeriert auch im Winter eine vielfältige saisonale Rohkost. Ihr seht, ihr habt hier ungefähr 1300 Kalorien und damit quasi schon alles erfüllt. Das heißt, ihr könnt darauf aufbauend quasi ja, essen, was ihr wollt. Ne? Möglichst nicht zu ungesund, nicht zu fettig. Aber ihr habt jetzt schon quasi alles erfüllt. B5 scheint zwar etwas wenig zu sein, aber man muss wissen, es gibt ja, keine offizielle B5 Ermittlung, wie ich euch das vor uns vorgestellt habe, sondern das hier, der B5 Wert, das ist ein absoluter Schätzwert, auf den man sich irgendwie geeinigt hat. Fragt mich nicht wie, aber da gab es denn nichts wirklich
Verlässliches zu finden, wo ich sagen kann, wow, deswegen ist es wichtig. Also B5 ist ein absoluter Schätzwert, kann man eigentlich überhaupt gar nicht wahrnehmen. Ne? Außer Diabetiker, ne? Das ist das Einzige, die auch wirklich auf den B5, auf B5 achten müssen, weil die haben den B5-Mangel. Aber generell ansonsten also, wird so gut wie nie festgestellt ein B5-Mangel. Also diese Lebensmittel könnten sozusagen für mich, für meinen Geschmack und auch für die Nährwerte so eine Basis für die schwierigste Zeit des Jahres sein. Wenn ihr dann merkt, hey, das ist mir zu tough, dann müsst ihr euch halt Bananen kaufen und damit eben sowohl den Smoothie oder auch als Zwischenmahlzeit ja, darauf zurückgreifen. Dann ist es nicht mehr 100% saisonal, dann ist es halt und auch nicht regional, also saisonal ja, aber nicht regional. Aber ja, aber so, regional und saisonales Obst, das ist halt eben nur der Apfel. So, und eine Alternative wäre dann auch noch, dass man vielleicht auf Trockenobst zurückgreift. Da ist aber wieder die Frage, wie saisonal ist Trockenobst. Ne? Das muss jeder für sich selber begreifen oder selber festlegen. Und hier geht es mir nur zu zeigen, dass es möglich ist, saisonal und regional zu essen. Und je nach Geschmack muss man dann natürlich anpassen und ja, Abwägungen treffen. Ne? Auch um eben die Vielfalt zu erhöhen. Ja, das zweite Quartal von April bis Mai, von April bis Juni ändert erst einmal auf jeden Fall die Obstsituation, denn schon im April beginnt der Rhabarber erntbar zu sein. Davon würde ich allerdings nicht unbedingt so viel roh essen, aber es ist einfach halt auch schön, dass man eine Alternative hat zu dem Apfel. Später im Quartal kommen dann noch die ganzen Beeren, allen voran die Erdbeeren, die Himbeeren, die Johannisbeeren, die Heidelbeeren, die Stachelbeeren und dann auch noch die Brombeeren. Und gegen Ende des Quartals kommen dann auch sogar die Kirschen noch. Aber generell sollten wir in diesem Quartal beim Obst neben den Äpfeln auf ja, anfangs Erdbeeren und dann alle Arten von Beeren fokussieren, die vor allem neben dem Vitamin C eine tolle Quelle für Mangan und Folsäure sind. Beim Gemüse kommen nun Spinat, Mangold und Kohlrabi dazu, was natürlich alles drei richtige, ja, gigantische Geschmacksbomben sind für die Rohkost, wenn man das vergleicht mit dem Pottolack, mit dem Postelein aus dem ersten Quartal. Man kann nun, wenn man den Grünkohl zum Beispiel über hat, diesen durch Spinat substituieren oder eben idealerweise beides essen. Das ist immer gut facettenreich zu essen. Ja, oder trinken, wenn man das eben nur im Smoothie zu sich nimmt, diesen Grünkohl oder den Spinat. Was aber nun auch beginnt, ist die Salatzeit. Das heißt, ja, dieser Lolo Rossa, dieser Eichblattsalat, Rucola, Endiviensalat, Kopfsalat, alles das kann man nun ernten bzw. kaufen. Ich habe euch auch hier wieder mal die Nährwerttabelle für die Gemüse- und Obstsorten der Saison aufgeschrieben, die ich präferiere und was für mich eine gute Kombination ja, darstellt. Das sollte für, so für euch oder das ist für mich der Grundstock und für euch eine Inspiration sein und kann von euch dann natürlich nach Belieben noch aufgefüllt werden. Sowohl ja, mit Energie, die ihr wahrscheinlich auch mehr braucht, also was ihr dann gerne noch habt, um eure Energie aufzustocken, ja, als auch geschmacklich da ein bisschen zu variieren. Es gibt dann natürlich noch andere Sachen, die Saison haben. Ne? Also ich weise euch nur noch einmal wirklich ganz dezent darauf hin, dass wir alle gelernt haben, mehr zu essen als wir brauchen und da erstmal wirklich schaut, was ihr wirklich braucht. Ja, Inspiration, um schnell auf Kalorien zu kommen, das können zum Beispiel Apfelmus mit Beeren sein oder Apfeleis sein, wobei ich da auch immer wieder Greens, also Grünzeug da reinmachen würde, aber so kann man relativ schnell auf noch durchaus gesunde Kalorien. Aber sinnvoller achte ich vom Ernährungsaspekt ja, in den ersten beiden Quartalen einfach ja, ein, zwei Stauden Bananen zu sich zu nehmen. Da kommt man auch auf seine Energie, aber dann ist man natürlich wieder nicht saisonal, nicht regional, aber gut, okay. Aber wenn man wirklich nur regional und saisonal essen will, dann ist der Apfel meiner Meinung nach ja, unverzichtbar, sowohl in den ersten Quartal als auch im zweiten. Aber nach den ersten 6 Monaten hätte ich dann definitiv den Apfel über, muss ich sagen, wenn es die einzige Obstquelle wäre. Aber es ist möglich. Ich will auch nicht in dem Video so von, also sag mal euch, ich will euch nur inspirieren. Ne? Ich möchte euch sagen, es ist möglich. Viele finden den regionalen Aspekt sehr, sehr wichtig. Deswegen mache ich auch das Video. Ich wurde angeregt von einem von euch dieses Mal zu tun. Und ja, entsprechend möchte ich zeigen, wie es möglich ist, was für Kombinationen zu empfehlen sind, um auf die Nährstoffe zu kommen. Und ja, dafür haben wir sozusagen jetzt
ja, weiter fort. Wobei zum dritten Quartal möchte ich eigentlich gar nichts sagen, da man da auch wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und einfach darauf achten muss, ja, dass man einfach nicht zu viel isst, was bei Melonen, Weintrauben und Co. Ja gar nicht so einfach ist. Achtet aber weiterhin auf einen hohen Anteil an Greens. Gerade das Superfood Brokkoli hat ja jetzt Saison, weil gerade die Proteinzufuhr, vor allem aus grünem Blattgemüse, ja, oder das grüne Blattgemüse quasi die Quelle für die Proteinzufuhr ist und da aufgrund des reichhaltigen Obstes und so weiter mal vielleicht dann so in dem dritten Quartal, also Juli, August, September durchaus dazu neigt, etwas weniger Greens zu essen und da unbedingt drauf achten. Im vierten Quartal hat man ja dann noch die Reste der ganzen süßen Obstsorte, aber man muss dann schon ja eher auf Zwetschgen und später dann auch langsam wieder auf Birnen und eben die Äpfel umswitchen. Gemüsetechnisch kommt dann endlich auch wieder Topinambur und Grünkohl auf den Speiseplan und auch Rüben, Möhren, ja, Mais, auch das ja, können dann quasi noch abgegessen werden, die quasi noch ja, Saison hatten und dann abverkauft werden. Auch hier lohnt aufgrund des Facettenreichtums ja, eine Nährwerttabelle nicht wirklich, dass man hier wirklich gerade im Gemüsebereich noch sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Ihr seht, es ist durchaus möglich, regional und saisonal der Rohkost zu frönen. Auch in Deutschland. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ich da nicht lieber, wenn ich nicht die Verschiffung der Bananen und Co. mittragen möchte oder mit verantworten möchte, was ich derzeit tue, nicht einfach in ein Land ziehen würde, wo Bananen wachsen. Ne? Wie schon in anderen Videos erwähnt, man muss immer eine Abwägung treffen. Ich persönlich würde jedem empfehlen, die Bananen, auch wenn sie nicht bei uns in der Region wachsen, mit in seinen Rohkostspeiseplan mit aufzunehmen. Denn sie sind energiereich, sie sind süß und haben ebenso wie der Apfel alle Vitamine und Mineralstoffe. Ja, vor allem, dass deiner Gesundheit auch nicht geholfen ist, wenn du den Apfel irgendwann in den ersten beiden Quartalen wirklich einfach über hast und dann wieder dich von der Rohkost abwendest, weil sie ja nichts für dich ist. Obwohl du im Endeffekt einfach nur in der falschen Region wohnst, beziehungsweise sagst, nee, Bananen, die werden verschifft, das möchte ich nicht und so weiter. Ja, und dadurch eben in die Klemme kommst und dann dich eben nicht mehr regional und saisonal ernähren kannst. Und von daher muss man dann irgendwann schon mal für sich persönlich auch eine Abwägung treffen. Also ich hoffe, ihr konntet Inspiration mit aus dem Video nehmen, was ich auf Wunsch eines einzelnen Herrn jetzt hier gemacht habe, wie man sozusagen, ja, auch im Winter durchaus mit saisonalen Obst und Gemüse aus der Region eine Basis aufbauen kann, ja, die man entweder regional erweitert oder einfach, ja, sag ich mal, intensiviert. Ne? Das muss man dann halt sehen in Bezug jetzt auf die Energie. Also man kann das noch facettenreicher gestalten oder man kann einfach zum Beispiel vor allem mehr Äpfel essen, weil das eben so das Obst ist, was da ist und was auch als Energiequelle ja, quasi Nummer 1 ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ja, auch insbesondere, ja, wie regional, was ist euer Anspruch? Das war das, was in dem Video immer wieder mal aufgetaucht ist, die Frage. Ja, ist es sinnvoll, wäre es vom ökologischen Aspekt, aber ist es möglich ist es auch, ist es sinnvoll möglich unter dem Aspekt auch des Genusses, den wir alle in uns tragen, machen wir uns nichts vor, zumindest ich mache das oder die meisten von euch, ja, komplett regional und saisonal der Rohkost zu frönen oder ja, müssen Bananen einfach sein. Ich sag für mich persönlich, Bananen müssen für mich persönlich sein, sonst würde ich die Rohkost regional und saisonal definitiv nicht in den ersten beiden Quartalen des Jahres durchhalten. Wie sieht es bei euch aus? Ich bin gespannt. Macht's gut, euer Christian.